Ein prophetischer Alarm hallt wieder mit dem Beginn eines beispiellosen Krieges, veranschaulicht durch den jüngsten Angriff des Iran auf Israel. Dieser schwere Angriff löst nicht nur eine sofortige Antwort der Vereinigten Staaten zur Verteidigung Israels aus, sondern kann auch als Vorläufer für die Erfüllung biblischer Prophezeiungen interpretiert werden. Wie in den Schriften angegeben, in Texten wie Psalm Kapitel 83, Jeremia Kapitel 49 und Hesekiel Kapitel 38, gibt es Vorhersagen, dass sich die Feinde Israels versammeln würden, mit dem Ziel, es zu zerstören. Israel wird oft als die prophetische Uhr Gottes zitiert. Kommt, lasst uns zusammen beraten, um sie aus den Nationen verschwinden zu lassen, damit der Name Israels nicht mehr erinnert werde. Psalm Kapitel 83, Vers 4. Dieser Vers hebt die Verschwörung einer Konföderation von Nationen gegen Israel hervor, eine Prophezeiung, die noch auf ihre vollständige Erfüllung wartet. Psalm Kapitel 83 beschreibt ein Szenario, in dem 10 Nationen sich ausdrücklich mit dem Ziel vereinen, Israel auszulöschen, ein Vorkommnis, das noch nicht in der biblischen Geschichte gesehen wurde. Darüber hinaus bietet Hesekiel Kapitel 38 eine detailliertere Sicht auf dieses konfliktreiche Szenario, in dem es eine Invasion durch ein umfangreiches Konsortium von Nationen unter der Führung von Gog aus Magog spezifiziert. So spricht der Herr Gott: An jenem Tag, wenn mein Volk Israel in Sicherheit wohnt, wirst du es nicht wissen. Du wirst aus deinem Land kommen, aus den Regionen des Nordens, du und viele Völker mit dir, alle zu Pferde, eine große Menge und ein zahlreiches Heer. Hesekiel Kapitel 38, Verse 14 bis 15. Wir werden die Prophezeiung von Psalm Kapitel 83 untersuchen, die eine Konföderation feindlicher Nationen erwähnt, die sich zusammenschließen, um gegen Israel zu konspirieren, einschließlich aktueller Nationen wie Iran. Die 10 Nationen, die im Psalm Kapitel 83 aus alten Zeiten genannt werden, sind jene, die heute als Völker und Nationen des Nahen Ostens existieren, die Feindseligkeit gegen Israel zeigen und Gruppen wie die Hisbollah und andere bilden. O Gott, schweige nicht, sei nicht still und untätig, o Gott, denn siehe, deine Feinde toben, die, die dich hassen, haben ihr Haupt erhoben. Sie ersinnen listig Anschläge gegen dein Volk und beraten sich gegen deine Schützlinge. Sie sagen: Kommt und lasst uns sie auslöschen, dass sie keine Nation mehr seien, dass der Name Israels nicht mehr in Erinnerung bleibe. Denn sie beraten sich einmütig. Gegen dich schließen sie ein Bündnis. Psalm, Kapitel 83, Verse 1 bis 5. Dieser Psalm benennt spezifisch die antiken Nationen und Völker, die heute durch die Bewohner der Territorien und Gruppen im Nahen Osten repräsentiert werden, wie Iran, Irak, Kuwait, Libanon, Saudi-Arabien, Syrien, Jemen, Hamas und ein großer Teil der Palästinenser im Gazastreifen. Diese Völker, die Israel umgeben, haben ihren Untergang geschworen und rüsten sich für den Krieg. Im Psalm Kapitel 83 werden Völker wie Edom, Moab und Ammon, die Nachbarn Israels waren und oft feindlich gesinnt sind, als Beispiele für alte Bedrohungen erwähnt. Heute werden diese historischen Entitäten durch Gruppen und Stämme in Jordanien und anderen Regionen des Nahen Ostens repräsentiert. Die Edomiter werden als die alten Bewohner südlich von Israel beschrieben. Und heute ist diese Region Teil Jordaniens und Südisraels. Die Ismaeliten, Nachkommen Ismaels, des Sohnes Abrahams, werden traditionell mit den arabischen Völkern in Verbindung gebracht und sind heute durch verschiedene Stämme in der Region des Nahen Ostens vertreten. Das alte Land Moab lag östlich des Jordans, wo heute Jordanien ist, und die Nachkommen der Moabiter werden durch bestimmte Stämme oder ethnische Gruppen im Zentrum Jordaniens repräsentiert. Die Agarenen, als Nachkommen Hagars, der Nebenfrau Abrahams, erwähnt, sind heute arabische Gruppen, die in der Region des Nahen Ostens leben. Gebal, eine in der Bibel erwähnte Stadt, befindet sich in der Küstenregion des Libanon und wird heute durch Gruppen oder Gemeinschaften im Libanon wie Hisbollah vertreten, die Feindseligkeit gegen Israel zeigen. In der Antike bewohnten die Ammoniter das Gebiet östlich des Jordanflusses, wo heute Jordanien liegt. Heute werden die Nachkommen der Ammoniter durch bestimmte Stämme oder ethnische Gruppen in dieser Region vertreten. Die Amalekiter,
ein nomadisches Volk, das in der Wüste Arabiens lebte, haben heute Nachkommen, die bestimmte arabische Gruppen in derselben Region darstellen. Die Philister, die in der östlichen Küstenregion des heutigen Israel und Gazas lebten, haben Nachkommen, die in Gaza an der südlichen Grenze Israels angesiedelt sind. Tyros, eine phönizische Stadt, befand sich dort, wo heute der Libanon liegt. Heute sind ihre Gemeinschaften im Libanon und in Syrien verstreut. Das alte Assyrien, ein mächtiges Reich, besetzte Teile dessen, was heute Irak und Syrien sind, unter anderen Ländern des Nahen Ostens, und wird heute durch bestimmte ethnische Gruppen oder Gemeinschaften in diesen Gebieten vertreten. Die Verbindung zum Iran wird speziell in der Prophezeiung von Jeremia, Kapitel 49, hervorgehoben, die von Elam spricht, einer alten Zivilisation, die das heutige Iran bewohnte. Jeremia, Kapitel 49, Verse 34 bis 39, liefert eine göttliche Botschaft über Elam. Am Anfang der Regierung von Zedekia, König von Juda, kam das Wort des Herrn der Heerscharen über Elam. Ich werde gegen Elam vorgehen, die Besten seiner Bogenschützen, und Feinde aus allen Ecken bringen, und das Volk von Elam in alle Winde zerstreuen. Sie werden für Länder rund um die Welt verbannt. Ich selbst werde mit den Feinden von Elam kommen, um es in meinem heftigen Zorn zu zerstören. Ich werde großes Unglück über das Volk von Elam bringen, spricht der Herr. Ihre Feinde werden sie mit dem Schwert verfolgen, bis ich sie vollständig zerstört habe. Ich werde meinen Thron in Elam aufstellen, spricht der Herr, und seinen König und seine Beamten zerstören. Aber in den kommenden Tagen werde ich das Wohl von Elam wiederherstellen. Diese Referenz deutet auf eine Schlacht gegen das heutige Iran hin, und deshalb löste der jüngste Angriff des Iran auf Israel Alarm aus, da es ein beispielloser Vorfall ist, trotz der historischen Spannungen zwischen den beiden Ländern. Dies beschleunigt die Besorgnis über einen größeren Konflikt, wie im Psalm Kapitel 83 beschrieben, der vorhersagt, dass Nationen und terroristische Gruppen sich mit dem Ziel vereinen, Israel zu zerstören. Dieses Szenario könnte ein Vorspiel zum Krieg von Gog und Magog sein, ein noch größerer Krieg, möglicherweise ein Weltkrieg, der Kernwaffen umfasst, mit hochbewaffneten Nationen wie Russland, Iran, China und Nordkorea auf der einen Seite und Israel, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Deutschland, England und NATO-Ländern auf der anderen. Die Bibel prognostiziert auch, was ein dritter nuklearer Weltkrieg in Hesekiel Kapitel 38 und in der Offenbarung sein könnte. Jedoch bringt die biblische Botschaft Trost für diejenigen, die leben, um Gott durch Christus Jesus zu ehren und zu dienen. Denn sie werden von der Erde in den Himmel entrückt, um nicht in der zukünftigen Periode der großen Trübsal anwesend zu sein, die der dunkelste und schmerzhafteste Prozess sein wird, den die Menschheit erleben wird. Der Weg wird für einen großen Weltkrieg bereitet, in dem Israel eine zentrale Rolle spielen wird. In Hesekiel, Kapitel 38, finden wir eine weit verbreitete Interpretation unter Bibelgelehrten, die auf die Präsenz von Russland und Iran in dieser bevorstehenden Schlacht hinweist. Hesekiel, Kapitel 38, Verse 1 und 2 berichten von einem göttlichen Befehl. Das Wort des Herrn kam zu mir und sprach: Menschensohn, richte dein Gesicht gegen Gog im Land Magog, den obersten Fürsten von Meschech und Tubal, und weissage gegen ihn. In diesem Text wird Gog als der oberste Herrscher von Meschech und Tubal identifiziert, Regionen, die einige Ausleger mit Gebieten Russlands oder dessen historischem Einflussbereich in Verbindung bringen. Die Beschreibung von Gog als ein gut ausgerüsteter und mächtiger Gegner wird oft mit der militärischen Kapazität Russlands und seiner Fähigkeit, erhebliche Streitkräfte zu mobilisieren, in Verbindung gebracht. Andere Nationen werden im selben Kapitel erwähnt, die sich Gog in seinem Angriff auf Israel anschließen. Persien, der alte Name für Iran bis 1935, und Goma, verbunden mit bestimmten Gebieten Osteuropas, deuten auf eine Koalition von Nationen hin, die von Russland angeführt wird, aber auch Länder des Nahen Ostens und Europas umfasst. Die Vorbereitung und Absicht dieser von Gog geführten Koalition der Nationen, Israel anzugreifen, wird als bedeutendes Ereignis hervorgehoben. Es wird angenommen, dass dieser Angriff nach einer Periode relativen Friedens stattfinden wird, während der Israel in Sicherheit lebt, wie von einigen Gelehrten
als zukünftiges Ereignis interpretiert. Hesekiel, Kapitel 38, Verse 14 bis 16, detaillieren die göttliche Antwort auf diese Bedrohung. Darum weissage, Menschensohn, und sage zu Gog, so spricht der Herr Gott, zu der Zeit, wenn mein Volk Israel sicher wohnt, wirst du es nicht wissen. Du wirst aus deinem Land kommen, aus den Regionen des Nordens, du und viele Völker mit dir, alle zu Pferde, eine große Menge und ein zahlreiches Heer. Diese Verse betonen, dass Israel zum Zeitpunkt des Angriffs in einer sicheren Position sein wird, was eine göttliche Intervention gegen Gog und seine Verbündeten auslöst. Der Verweis auf die Regionen des Nordens verstärkt die Interpretation, dass Russland, nördlich von Israel gelegen, einer der Hauptaggressoren in diesem prophezeiten Konflikt sein wird. Diese biblische Passage wird als Vorausschau auf zukünftige Ereignisse gesehen, die die Zentralität Israels in eschatologischen und geopolitischen Konflikten weltweit bekräftigt. In diesen Zeiten globaler Unsicherheit ist es entscheidend, die prophetischen Implikationen der Schriften zu verstehen, insbesondere im Hinblick auf die Ereignisse, die in Hesekiel Kapitel 38 und Offenbarung beschrieben sind. In diesen Texten wird eine große Schlacht vorhergesagt, die mächtige Nationen einbeziehen wird, einschließlich des potenziellen Einsatzes von Kernwaffen, ein Szenario, das oft mit der zukünftigen Schlacht von Gog und Magog in Verbindung gebracht wird. Gog wird sich gegen mein Volk Israel erheben, wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Es wird in den letzten Tagen sein, und dies wird alles klarer machen, wie die Tage vergehen. Dieser prophetische Moment signalisiert eine Zeit großer Herausforderungen, aber auch der Hoffnung für diejenigen, die vertrauen und auf die Erlösung durch Jesus Christus warten. Wie in Lukas Kapitel 21, Verse 28 bis 36 erwähnt, lehrt uns Jesus, die Zeichen der Zeiten zu erkennen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, steht auf und erhebt eure Köpfe, denn eure Erlösung naht. Er verwendet das Gleichnis vom Feigenbaum und sagt, dass wir, genau wie wir wissen, dass der Sommer naht, wenn die Bäume zu sprießen beginnen, auch die Nähe des Reiches Gottes erkennen können, wenn wir die prophetischen Zeichen sich erfüllen sehen. Jesus warnt: Achtet darauf, dass eure Herzen nicht durch Ausschweifungen, Trunkenheit und die Sorgen des Lebens beschwert werden und jener Tag euch unerwartet überrascht wie eine Falle. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde leben. Seid immer wachsam und betet, dass ihr stark genug seid, um all dem zu entkommen, was geschehen wird, und um vor dem Menschensohn zu stehen. Diese Worte sind ein Aufruf zur Wachsamkeit und zum Gebet, die uns ermutigen, unseren Glauben fest in Gott verankert zu halten, auch angesichts zunehmender Widrigkeiten. Mit der Eskalation der Spannungen und der Erfüllung biblischer Prophezeiungen ist es entscheidend, geistig vorbereitet zu sein, informiert zu bleiben und durch das Wort Gottes gestärkt zu werden. Wir werden weiterhin detaillierte biblische Analysen und Studien zu diesen prophetischen Ereignissen in unseren kommenden Videos anbieten, um die besten Informationen und Anleitungen für alle zu bieten, die die Zeichen der Zeiten verstehen und ihren Glauben an Gott stärken wollen.